Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man 7, mein drittes und letztes Gedenkprojekt für Guitarist Simon. Im letzten Part haben wir den ganzen Part lang für Turbo Man Stage und seine, ja, für Turbo Man und seine Stage gebraucht. Und jetzt gehen wir zum letzten. Springman. Eine Sprungfeder. Na gut, Sprungfedern. Okay. Die funktionieren mit gedrückt halten. Gut zu wissen. Also indem man den Sprungknopf gedrückt hält. Ja. Ah. Was ist denn da oben? Na, du standest schon richtig. Ich habe meine eigene Sprungfeder hier. Säcke. Wow. Genau. Ja gut, eigentlich wollte ich da nicht hoch, aber... Komme ich das hoch rüber? Ja, komme ich sogar. Was zum... Moment. Ich bin halt Benjamin. Au, das ist jetzt, weil ich es gesagt habe. Hallo? Was war denn das gerade? So, ich stoße mich ab. Ey, hallo? Es war gar nicht vorgesehen, aber egal. Und ich höre wieder eine gute Musik. Okay. Ja, schießen ist so echt behämmert. So kann man doch gar nicht richtig zielen. Da hat man eher so einen Streuschuss. Oh. Geil. Muss ich kleine Sprünge machen. Oh, noch behämmerter. Oh, gut. Ich dachte schon, ich schaffe den Sprung jetzt nicht. Okay. Ist da unten irgendwo was? Da. Au, ich bin so ein Idiot. Hoch da. Okay. Links geht's lang. Okay. War das nur fürs Leben? Kannst du dich drehen? Hä? Was ist denn das da jetzt schon wieder? Aha. Was machst du? Keine Ahnung. Oso, bitte eine Erklärung. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Na! Und ich falle natürlich gleich prompt direkt runter. Ich wollte da lang. Hallo. Hallo. Verdammt. Moment. Wie geht denn das? Hallo? Ah, ja, jetzt. Na, finito. Na, geil. Danke. Da war die Box, genau. Hörst du auf? Was ist denn das jetzt? Beidseitig, oder wie? Okay, da unten ist eine Box, ich hab's genau gesehen, aber... Ja! Was ist das für eine Level? Hier geht's echt rund. Und ich habe kaum Energie, ich bin fast wieder tot. Oh, der Boss. Ja gut. Was sind das da oben? Metal. Pff.
Metal-Frau und Metal-Mann. Okay, zwei Leben. Die Stage hat Spaß gemacht, aber ich glaube, ja, dass ich jetzt verlieren werde. Der ist auch eine Sprungfeder, ja, war ja irgendwie klar. Au! Au! Lass mich natürlich von beiden treffen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Okay, er boxt und er schießt Sprungfedern. Alles klar. Na, dann komm mal her. Ich weiß, wenn du in die Luft gehst, ausweichen. Jetzt! Verdammt! Ah! Erst die Sprungfedern zerstören. Kann ich unter seine Faust durchsliden? Soll ich jetzt mal versuchen. Ja, kann ich. Okay. Ja, aber so schwer ist er nicht. Hat mich vielleicht überrascht zu Beginn, aber schwer ist er nicht. Seht ihn euch an. Der hat fast dasselbe Muster wie Libea aus Erkais. Oder Toadman aus Mega Man 4. Fast dasselbe Muster. Okay, so hart Turbo Man war, so leicht war der. Die wilde Feder schießt eine Feder vorwärts und eine Feder rückwärts. Stimmt's? Ja, aber erinnere dich, dass du aufladen musst, damit sie höher springen. Okay, du hast die wilde Feder. Jetzt habe ich alle 8 besiegt und weiter. Und alles ist zu Bruch gegangen. Dr. Light, was ist passiert? Bist du das Mega Man? Wer denn sonst? Setz deine Brille auf. Was? Base ist wütend geworden, dass ich ihn repariert habe. Er hat Teile meiner neuen Erfindung gestohlen. Base? Ich kann's nicht glauben! Ich sollte mir einen besseren Synchronsprecher suchen. Oh, Wily, hallo. Wie hast du überhaupt unsere Lokalisation rausgefunden? Glaube es, Mega Man! Base und Trouble sind meine Kreationen! Ich wusste, dass ihr dunkel wird, seid ihm zu vertrauen, der Text geht zu schnell. Und er hat sich in euer Labor eingeschleust. Nun, Base und Trouble werden das irgendwas benutzen, diese Erfindung. Werden diese Erfindung gegen dich und Rush benutzen. Hahaha! Ich werde dich dafür bezahlen lassen, Wily. Nur weil Lights Labor in Schüttelasche liegt? Okay, Wily Stages. Ja. Ich hätte zwar gern noch den letzten Buchstaben gehabt, keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich ist er Moment. Da habe ich ihn, da war er auf den Eisplatten, da war er über den Wolken, da war er beim Wasser, das heißt, in dieser Stage müsste er irgendwo sein. Zumindest wenn von diesen Vieren hier die Rede ist. Ich habe aber keine Ahnung wo und ich werde jetzt bestimmt nicht alles versuchen. Ich gehe in die Wily Stages. Was Oma meinte ja, dass das Spiel knüppelhart wird jetzt, Buster ohne. Also nur mit Buster und ohne E-Tank. Schauen wir mal. Ja, ich habe alle meine Dinger. Ich habe zwei, also ein Leben und eins mit Reserve 0 und 4 E-Tanks. Nee, ihr seid so. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass man da nicht weitergehen kann. Okay. Artilleriegeschütz. Nicht hier schon wieder, hört auf tief zu fliegen. Da ist eine Schraube, die mir nichts nützt.
Ach nee. Kommt da noch einer? Ja, da. Ich glaube, der ist sauer. Da. Was ist denn das da jetzt? Ich glaube, das muss ich benutzen. Okay. Ja, und weiter. Ach so. Okay. Merken, wo es ist. Da. Ach so, wenn ich... Ja, geil. Wenn ich springe, wird es hell. Okay. Verstehe. Okay, dann ist es doch einfach. Ich glaube, ich werde den Search Rush nicht so oft verwenden. Hör auf, mich anzusaugen. Was sind jetzt? Achso, der Boden. Ah, nee. Hallo. Moment. Da muss ich die ganze Zeit rumspringen, wie so ein Kanickel. Okay. Da oben ist ein Leben, da komme ich aber glaube ich gar nicht ran. Oh nee. Weg da! Ja? Komme ich so gar nicht hoch? Moment. Kannst du ihn? Ja, kannst du. Schön. Ach nee! War genau das da. Ist aber doof. Na? Ah. Nein! Der Boden hier ist bescheuert. Na! Ich dachte, ich bin zu früh gesprungen. Ich habe schon Angst gehabt. Hallo. Moment, wenn ich da kurz hingehe, ist es dunkel, ja. Jetzt! Das wäre fast zu früh gewesen. Wow! Gut. Ne, danke. Das muss man aber echt gut abtimen, sonst hat man da eine Arschkarte. Oh ne, du bist zu schwach, um ihn zu besiegen. Ne. Achso, du bist immer noch zu schwach, Mega Man. Wily kann dich fürchten, aber ich nicht. Ey, könntest du es bleiben lassen? Au, du bist so scheiße. Weißt du das? Okay, immer wenn ich auf seiner Höhe bin, schießt er, glaube ich. Aber er lädt auf. Au. Warum braucht Mega Man so lange, um aufzuladen? Was soll der? Humbug! Ja, der macht mich platt. Der schießt mir voll ins Hirn. Und er tritt mich weg. Ich hoffe, ich starte vor ihm, sonst ist es echt ätzend. Gut. Aber nutzt mir nichts, ich habe nur Leben, oder? Ja, verdammt. Und so wie es da hinten aussieht, ist es nicht... Ja, halt die Schnauze, ich will sie überspringen. So es aussieht, ist da hinten. Wow! Warum hat Mega Man das nicht mehr aufgeladen? Mega Man, du bist eine Schrottfigur. Manchmal. Ja, ich kann's knicken. Ohne E-Tank, der Typ, na geil. Oh, dabei ist das gerade mal so ein Zwischenboss oder irgend sowas. Ich glaube, der Typ wird mir einige Leben kosten. Und einige Game Overs. Artilleriegeschütz. Praktisch wäre, wenn ich jetzt noch ein Leben finden würde. Au.
Dachte, ein aufgeladener Schuss reicht aus. So, hier kam keins. Ja, genau. Ich hab's mit einer Schlucht davor verwechselt, aber ich habe trotzdem schon geschossen. Na, ah, Mann, ich bin zu blöde. Nochmal. Wir haben einen total behämmerten Rhythmus. Ja, da ging sich's aus. Jetzt mal zur Base rennen, damit er, nur damit er mir erneut auf die Fresse hauen kann. Hallo, hör auf mich wegzublasen. Irgendwie muss der auch möglich sein. Ich weiß, dass das Spiel Buster Only auf jeden Fall möglich ist. Hallo, geh da runter. Ah, nein, ich bin runtergegangen, ich Trottel. Hallo? Du blöder Kopf! Ja, tschüss. So, boom. Rush geht nach oben, ich gehe nach unten. Wir teilen uns auf. Okay. Hier war nirgendwo, ja, genau. Hm. Ich geh gleich hier rüber auf das da. Dumm! Mal. Jetzt! Nein! Ja, ich habe schon gesehen, dass ich von zu weit hinten gesprungen bin. Oh! Zwei Leben. Scheiße, sage ich dazu nur. Moment, hier kann ich stehen. Das heißt, ich springe gleich auf das dann. Ja. Rio schießt. Genau. Genau, genau. Ich meine, die 8 Robot Master habe ich bisher. Ich bin so gesprungen. Habe ich Buster Only gemacht. Tschüss. Mit 0 Leben brauche ich das gar nicht versuchen. Nochmal. Das ist nicht korrekt. Das ist kein Mega Man Gameplay from the Wolf. Das ist unskillig. Hm. Vor allem Grade 8 kommt ja auch noch. Oh Mann, Turbo Man wird mir so einen Arsch zerficken. Turbo Man wird mich so platt machen. So, da, 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 ne, da. So. Nein, oh, ich bin zu blöd. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Ja, geil, jetzt haben sie natürlich so ein Muster, dass ich da gar nichts machen kann. Moment. Jetzt! Och Mann! Ich bin so blöd. Nur weil ich einmal meinen Einsatz verpasst habe. Wenn ein Schauspieler einmal seinen Einsatz verpasst, dann wird er gefeuert. Vögel! Ja! Der Sack saugt mich auch noch an. Ich werde jetzt fast ins Verderben geslidet. So. Danke. Gerade noch festgehalten. Ach gut, meinetwegen. Bleibst du eben da oben stehen. Gibt's eigentlich auch so eine Schnelltaste? Doch, gibt's mit L&R. Zumindest gab's die bei Mega Man Zero, glaube ich. Ne, bei Mega Man X gab's die. Nicht bei Zero. Oder gab es die bei Mega Man Zero auch? Wenn ja, dann habe ich sie nie verwendet. So, komm her.
will Bass doch nur in den Arsch treten. Ist denn das zu viel verlangt? Wow, das war knapp. Nee, weg da. Na, ich dachte schon wieder, ich bin zu früh gesprungen. Ah, oh, Mann, oh. Ich krieg ja noch einen Herzkollaps. So, jetzt komm her. Kann man das nicht irgendwie... Nein, kann man nicht überspringen. Man muss sich seine Leier jeden Tag anhören. Der ist schlimmer als eine Ehefrau. Ey, natürlich schießt er ganz genau. Wenn er wenigstens gescriptet wäre. Ich kann dem Trottel nicht ausweichen. Ich glaube, ich muss springen. Ich muss viel öfter springen. Hau ab von mir! Geil, du Vollkoffer. Na, ich wollte nichts sagen, aber ich habe es mir gedacht. Ich habe mir gedacht, oh, das ist mein bisher bester Run. Und was ist? Nur weil ich mir das denke. Ach du Spatzenhirn, du. Ah, er macht mich alle. Zwei Leben. Warum lade ich überhaupt auf? Ja, und er labert mal wieder seine gequälte Scheiße. Ja, auf bla 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 bla. So, und jetzt mach. Okay, oft springen. Base, du bist so kacke. Du bist so kacke, weißt du das? Du warst immer der Unbeliebteste damals im Kindergarten. So, ich kann auch aufladen. Na, wie gefällt dir das? Wow, hau ja ab von mir. Moment, da unten ist geile Position. Ach, dumm. Wow, schnell. Ah, fuck. Au. Ja, oh gut, er ist tot. Und eins geht an dich, Mega Man. Aber ich komm wieder. Jetzt geht die Stage natürlich gleich weiter. Gut, dann mache ich hier kurz Pause. Im nächsten Part werden wir weiter die Stage fortsetzen. Das war Mega Man 7, mein Gedenkprojekt, mein drittes und letztes für Gitarist Simon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!